dir die mal rein. Das sind die absolut neuesten Rollermöhren. Mach mal einen Extremtest. Oh, der schafft aus Mückenzahnfleisch vom Design her ein kleines Meisterwerk. Das Ding hat sogar eine Guckvorrichtung. Hey, Slex, der Bumerang ist der Killer. Wo ist er denn nur? Alte Socke, wo hast du dich verstochen? Aha. Das ist nicht fair, seinen Kumpel einfach so abzupacken. Aber ich weiß warum. Du hast was extrem Einzigartiges gefunden und willst es vor mir verstecken. Aber ich könnte dir verzeihen. Musst es mir nur mal leihen. Hey, bist du nicht ganz knusper? Dieser dämliche Brummknödel kann ist doch nicht dein Ernst sein. Der ist ganz knusprig. Und hab dafür. Du tust ihm noch weh. Vergiss den Mottenfänger, da hinten stehen die verschürften Sachen. Na also, zieh dir die rein. Diese Plastiktorten sind doch richtig heiß. Wir sollten gleich ein Dutzend nehmen. Möchtest du anfangen? Na, was ist, willst du? Ja. Ja, was? Extrem Pumpenstyling. Guck mal einer an, jede Menge Rohmaterial. Wir sind richtig gute Schönheitschirurgen. In 2 Minuten schließen wir unser Geschäft. Bitte begeben Sie sich zum Ausgang. Aber erst ziehen wir uns die neuen Videogames rein. So, jetzt können wir abdackeln. Ist schon völlig verrammelt. Wo ist die Wachmieze? Wir sind eingebimst. Oh nein, jetzt müssen wir die ganze Nacht hier versacken. Ich krieg den absoluten Vollhorror. Ich hab keinen Fitz, die ganze Nacht ein Geschnarche zu ertragen. Ich hab mir die Polypen doch letzte Woche rausziehen lassen. Hey, die Fratze sieht ja abgespaced aus. Den Kerl mochte ich immer schon. Scusi, Mister, wo geht's denn hier zur Federkernabteilung? Das ist voll die Attrappe, der kann nicht antworten. Der hat noch nicht mal Beine am Start. Zu den Betten geht's in die Richtung. Kennst du die Spukgeschichte von dem Spielzeug, das nachts zum Leben erwacht? Ist doch nur ein Märchen. Mein Magen knurrt. Kauknatschis! Extremer Kratzenaufstellung! Dann werden wir... die Spiralen testen! Schön, Federmuffen gelagert! Aho! Welcher Scherzstapler hatten die Teile da hinten hingeschlust? Wie's aussieht, sind wir nicht alleine. Das war wirklich komisch, liebe Freunde. Alter, ich krieg gerade einen Totalflash. Irgendjemand will uns mit einer ferngesteuerten Klobrille auf den Arm nehmen. Ich wollte nur ein bisschen Spaß haben. Ich werde dir mal zeigen, was spaßig ist. Guter Spruch. Mal sehen, was passiert, wenn ich hier die Spülung einleite. Das macht Spaß. War nett mit euch, Leute. Irgendwie hat der Lokus recht. Das ist spaßig. Du hättest uns besser behandeln sollen. Ihr habt euch heute einen bösen Spaß mit uns erlaubt. Aber das ist schon in Ordnung, denn wir können euch wirklich gut leiden, euch zwei. Die Plastikbande ist uns dicht auf den Hacken. Wo wollt ihr denn so schnell hin? Jetzt sind wir dran. Jetzt spielen wir mit euch. Los, ab und hopp in die Schachtel. Wer weiß, was in der Schachtel drin ist. Willst du lieber mit dem Silikon spielen? Nein. Ich bin der Schreck aus der Kiste und ich habe einen Riesenhunger. Was mag nur in dieser niedlichen rosa Kiste sein? Pfui. Lasst uns Doktor spielen. Och, ne. Stehen wir ein. Baby, wir müssen unbedingt die Windeln wechseln. Ja, das, das macht ihr nicht nochmal mit Das nimmt uns. Auch die Nuss. Auf was für einem Trip sind wir Vielleicht denn hier? Vielleicht testen wir ein neues Sicherheitssystem. Wenn ich nur so eine Pippi abgreife. Extrem peinliche Situation. Irgendwas hat uns eindeutig den Weg versperrt. Böse Babys. Ihr hättet lieber auf eure Mami hören sollen. Bestrafen! Bestrafen! Was ist das denn wieder für ein Lärm? Natürlich wieder die Torten, was sonst? Ich kann nicht pennen, wenn die so ein Theater veranstalten. Ja, stimmt, ich auch nicht. Hört endlich auf, hier so einen Krach zu machen!
Hey, Buddy! Wie habt ihr mich genannt? Oh, Buddy, bist du's wirklich? Ich hasse es, Buddy genannt zu werden. Und von dem Lärm jede Nacht habe ich auch die Fresse voll. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Wer hat dich denn gefragt, du Plüschmonster? Und damit du's weißt, wir reden nicht mit dummen Bären. Wir verspeisen sie. Haltet endlich die Klappe und lasst uns spielen. Oder wollt ihr den automatischen Ballwerfer kennenlernen? Oh ja, oh ja, oh ja! Hier, fang, ein Geschenk für dich. Das sieht nach einer Aufgabe für Bunnys Familie aus. So ist es richtig. Heul dich bei deiner Mami. Habt ihr eure letzte Lektion schon vergessen? Ihr braucht wohl Nachhilfeunterricht. Das Geschäft wird in 2 Minuten geöffnet. Na los, Geeks, nix wie raus hier. Wir wollten ja eigentlich Spielzeug kaufen, oder? Ah, die Sonne geht endlich unter. Mach schon mal die Hauerchen klar. Jetzt werden wir das Silikon mal ein bisschen auf Vordermann polieren. Ah!